Unserem Kunden ist aufgefallen, dass sich das Leuchtbild seines Fahrzeugs verändert hat und ihm immer häufiger aufgeblendet wurde. Doch wann wird so etwas kritisch für die Verkehrssicherheit? Die Beleuchtung am Fahrzeug ist für den Verbraucher ungemein wichtig für die Verkehrssicherheit. Deswegen müssen wir natürlich auch bei der Hauptuntersuchung ein größeres Augenmerk darauf legen. Und es gibt allerdings hier viele Dinge zu beachten, weil es qualitativ minderwertige Produkte am Markt gibt und die Reglementierung sehr, sehr kompliziert ist und nicht immer verständlich. Doch was ist denn jetzt mit der Beleuchtungsanlage in unserem Beispiel? Was kann unser KÜSS-Experte feststellen und wie wirkt sich das auf die fällige Hauptuntersuchung aus? Das Fahrzeug wird zur Überprüfung des Abblendlichts vor ein spezielles Kontrollgerät gestellt. Das Lichtbild muss in der Ausgestaltung und Einstellung gesetzlichen Vorgaben entsprechen, um eine mögliche Blendwirkung zu vermeiden. Hierbei sind ebene Aufstellflächen von Fahrzeug und Gerät ein Muss. Also hier die Xenonleuchte hat sich lila eingefärbt. Das ist auch das erste Zeichen, dass die bald ausfallen wird. Zudem ist es so, das Lichtbild muss symmetrisch sein. Wenn dann links weiß ist, darf hier nicht lila sein. Also das wäre schon ein Bemängelungspunkt. Hier unten bei dieser Zusatzleuchte, die Tagfahrlicht- und Begrenzungslichtschaltung hat, ist schon eine LED ausgefallen. Außerdem ist hier Wasser eingedrungen. Da kann also dann ein Kurzschluss entstehen und wenn dann Funke dazu kommt, könnte es sogar zum Brand kommen. Also auch das ist auf jeden Fall zu regulieren, da sonst die Plakette nicht zugeteilt werden kann. Hättet ihr das gedacht? Dass es hier keine Plakette gibt, klingt für viele von euch ganz sicher übertrieben. Da frage ich doch lieber nochmal nach. Macht das wirklich eine Plakettenzuteilung unmöglich? Ich bin hier der Prüfer. Und wenn ich sage, dass das Fahrzeug so keine Plakette bekommt, dann ist das Gesetz. Bring das so schnell als möglich in Ordnung. Und wenn du Hilfe brauchst, dann frag deinen Onkel Google oder deine neue Freundin Alexa. Oh je, ist das euch so oder so ähnlich vielleicht auch schon mal passiert? Das geht ganz bestimmt auch anders. Ja, natürlich geht es auch anders. Jeder, der ordentlich fragt, hat natürlich eine ordentliche Antwort verdient. Hier ist es zwar so, dass diese Mängel nicht ganz eindeutig vielleicht vorliegen. Also sie sind nicht komplett ausgefallen, die Leuchten. Aber es gibt einen bundesweiten Mangelkatalog, nach dem wir uns nun mal richten müssen. Da sind die als erheblich eingestuft. Das liegt daran, dass der Gesetzgeber sagt, die Betriebssicherheit in diesem Bereich ist besonders wichtig. Das klingt vielleicht ein bisschen übertrieben. Wenn man aber sieht, dass jedes vierte Fahrzeug mit Mängeln in diesem Bereich behaftet ist, dann muss man sagen, als Einzelnes betrachtet ist es vielleicht übertrieben. Aber in der Summe, da geht einem schon ein Licht auf. Wir von KÜSS Media möchten euch nicht nur auf besondere Mängel und deren Einstufung aufmerksam machen. Wir wollen euch wertvolle Tipps geben, die euch einen echten Mehrwert liefern und euch vor Fehlkäufen bewahren.